Danke, Vivian. Auch von meiner Seite herzlich willkommen und ganz vielen Dank fürs Interesse. Danke fürs Mittagessen verlegen. Ich habe in meiner Rolle als Doktorand und dann Postdoc zwischen 20 und 30 Bachelor- und Masterarbeiten betreut. Und ich habe in der Zeit viel gesehen, was gut funktioniert und herausragende Arbeiten gesehen. Ich habe aber auch immer wieder die gleichen Fehler gesehen, in die man reinläuft, mit denen man sich das Leben unnötig schwer macht, weil man die gut vermeiden kann, wenn man die vorher kennt. Und ich möchte in dem Vortrag vor allem darauf eingehen, welche Tipps ich über die Jahre gesehen habe, die gut funktionieren, um so die Standardprobleme zu vermeiden. Jetzt habe ich ein Dilemma. Je länger ich betreue, desto länger liegt die Zeit, in der ich selber eine Diplomarbeit in meinem Fall geschrieben habe, zurück. Das heißt, es fällt mir immer schwerer, mich in die Rolle von euch als Bachelorstudenten reinzuversetzen. Das heißt, wenn ihr das Maximale aus dem Vortrag rausholen wollt, möchte ich euch bitten, möglichst viele Fragen zu stellen, dass ich auch auf die Dinge eingehe, die euch wirklich interessieren. Auch wenn ihr sagt, ich habe zwar keine Frage, aber eine Meinung, das ist alles Quatsch oder ich habe das ganz anders gehört, bitte gerne bringen, dann können wir es diskutieren. Dann wird es, glaube ich, am interaktivsten und ihr nehmt am meisten mit. Vorweg, bevor ich in den eigentlichen Inhalt gehe, ich habe gesagt, ich stelle meine Erfahrungen dar, damit ihr beurteilen könnt, aus welchem Kontext die kommen. Ganz kurz zu mir. Ich habe an der TU Informatik studiert, so sah ich damals aus. Ich habe 2006 mein Diplom gemacht und dann am Lehrstuhl angefangen. Man sieht, auch als Wissenschaftler verhungert man nicht so leicht. Und ich habe meine Promotion 2011 verteidigt und bin inzwischen in einer Doppelrolle tätig. Wir haben aus dem Lehrstuhl mit Kollegen eine Firma ausgegründet, die CQSE, und in der Funktion bin ich jetzt teilweise. Das heißt, ich kenne alle drei relevanten Perspektiven, nämlich als Autor selber von meiner Diplomarbeit, als Betreuer vom Lehrstuhl. Also was ist so die Gemengelage bei einer internen Bachelor- oder Masterarbeit und inzwischen auch als Industriebetreuer, also wie fühlt es sich an, wenn man aus einer Firma eine Bachelor- oder Masterarbeit betreut und auch was sind andere Probleme oder andere Möglichkeiten, die man da hat. Ich möchte den Vortrag folgendermaßen aufbauen. Ich möchte mit dem Warum starten. Das wird häufig bei einer Bachelorarbeit unter den Tisch gekehrt, weil man muss die ja machen. Aber bloß weil man es muss, ist kein guter Grund. Also ich möchte mit dem Warum starten und dann erst darauf eingehen, was die wichtigsten Eigenschaften sind, die eine erfolgreiche Bachelorarbeit auszeichnen. Wenn ihr ein bisschen vorkommt, in den vorderen Reihen sind tendenziell noch mehr Plätze frei. Und es ist kein Improvisationstheater, also ihr müsst nicht mitmachen, wenn ihr in den ersten Reihen sitzt. Und ich werde den Rest vom Vortrag entlang der Phasen aufbauen, die man in der Bachelorarbeit typischerweise hat. Also erst der Vorlauf, wie finde ich ein Thema, wie finde ich einen Betreuer, in welchem Kontext will ich die machen, will ich die intern oder extern machen. Dann das Erstellen der eigentlichen Arbeit. Und Nachlauf, also Präsentation und Abgabe und was danach kommt. Vivi hat es schon angesprochen, wir stellen den Vortrag danach zur Verfügung. Ich habe auch inzwischen eine Reihe von Blogposts oder Essays gesammelt zu dem Thema unter thesisguide.org. Das heißt, vieles von dem, was jetzt auf der Tonspur kommt, ist da nochmal ausführlicher aufgeschrieben. Für mich ist eine Bachelor- oder Masterarbeit die Form der Lehre, bei der er die beste Betreuung bekommt während des Studiums. Und ich finde, das ist ganz entscheidend, sich das klar zu machen, weil die typischen Lehrleistungen, die ihr in eurem Studium macht, wenn ihr eine Klausur schreibt, da ist sehr wenig Raum für Kreativität. Und das ist auch ganz bewusst so. Und für mich fühlt sich das so ein bisschen an, wie man so einen IKEA-Schrank zusammenschraubt. Da gibt es viele Stellen, die man falsch machen kann, aber egal, wie gut man es macht, es kommt ein Ergebnis raus, was sich jemand anders vorher vorgestellt hat. Und bei einer Bachelorarbeit ist es anders. Da habt ihr ein individuelles Thema, was ihr macht und werdet auch individuell betreut. Und dass das sich bei der Prüfung so ein bisschen anfühlt wie so ein IKEA-Schrank, ist auch kein Zufall. Denn wenn man hier zu viel Raum für Kreativität lässt, dann macht man es sich als Betreuer unheimlich schwer. Wir hatten eine Arbeit am Lehrstuhl, da hat ein Kollege eine Aufgabe gemacht, für die gab es 40 valide Lösungen. Und wir hatten ungefähr 1000 Studenten, die diese Arbeit geschrieben haben. Dann muss man es 1000-mal erst korrigieren und 1000-mal zweit korrigieren. Und der ist in dem Monat nicht Mitarbeiter des Monats geworden am Lehrstuhl, weil man natürlich sehr viel mehr Aufwand hat, diese 40 Lösungen jeweils nachzurechnen, ob das richtig ist, als wenn es eine Aufgabe ist, wo es eine vernünftige Lösung gibt. Also wenn der Lehrstuhl erfahren ist, dann sorgt er dafür, dass in der Prüfung nicht viel Raum für Kreativität ist. Das ist in der Bachelorarbeit anders. Das heißt, in meinen Augen ist eine Bachelorarbeit eine Chance, sehr viel mehr Betreuungsleistung für euch aus der Uni rauszuholen, als ihr es sonst in den Lehrveranstaltungen typischerweise machen könnt. Das ist alles so ein bisschen abstrakt. Ich möchte deswegen mit einer konkreten Aufgabenstellung einsteigen, um das so ein bisschen greifbarer zu machen. Wer von euch hat schon mal ein Open-Source-Projekt
Code entwickelt. Eine Reihe von Händen. Dann kennt ihr das Problem wahrscheinlich, wenn ich mir den Code von einem Open Source Projekt runterlade. Dann sind da tausende Dateien und ich weiß nicht so genau, mit welcher ich anfangen soll zu lesen. Ich habe mir von dem Programmanalysewerkzeug, was wir am Lehrstuhl in einer Firma bauen, mal angefangen. Hier sind viele hundert Dateien und das ist nur ein kleiner Auszug. Wenn ich jemanden aus dem Projekt kenne, dann kann ich den fragen, was die wichtigsten Konzepte sind, so die zentralsten Klassen, die ich verstehen muss, wie das Projekt tickt. Und da kann mir dann so eine Liste geben, vielleicht von den 10 wichtigsten Dingen, mit denen ich anfangen kann, mich in das Projekt einzuarbeiten. Und die Idee, die wir für die Bachelorarbeit hatten, war, das zu automatisieren. Und weil wenn ich jetzt keinen habe, den ich fragen kann, wie komme ich auf die 10 Dinge? Und die Überlegung, die wir hatten, war, es gibt einen großen Graphen, die Knoten sind hier Klassen und Typen und die Abhängigkeiten dazwischen, die Kanten, sind die Aufrufbeziehungen zwischen den Code-Elementen. Und jetzt kann man ja gucken, ob wir einen Algorithmus drüber laufen lassen können, der herauskriegt, was sind die zentralsten Elemente hier drin. Also die, die von den meisten anderen abhängen, vielleicht sind die ein guter Einstieg, um herauszufinden, was sind die zentralsten Elemente. So viel zum Kontext. Und jetzt ist die Frage, wie macht man das genau? Es gibt in der Literatur ganz viele verschiedene Graph-Zentralitätsmaße. Vielleicht ist eins von denen gut geeignet für unser Problem, vielleicht auch nicht. Und das war der Startpunkt der Bachelorarbeit. Und die Daniela hat das damals implementiert und sich verschiedene Algorithmen rausgesucht, die sowas grundsätzlich machen können und die dann evaluiert. Und dafür uns Entwickler alle gefragt, was aus unserer Sicht die zentralsten Klassen sind. Und dann die verschiedenen Algorithmen, da gab es eine Markov-Zentralität, PageRank, wie man es von Google kennt und so weiter, dagegen laufen lassen, um dann zu sehen, welcher davon am besten funktioniert. Also welcher das ähnlichste Ergebnis bringt wie die Entwickler. Und was für mich frappierend war, war, dass der Algorithmus letztendlich ein besseres Ergebnis gebracht hat als ein einzelner Entwickler, weil wir als einzelner Entwickler immer stark auf das geprägt waren, wo wir selber arbeiten. Und der Algorithmus hat ein verallgemeinerbareres Ergebnis gebracht. So. Und letztendlich, die Daniela hat das damals dann als Paper eingereicht und auf einer wissenschaftlichen Konferenz vorgestellt. Die konnte dann nach Kanada reisen, um das vorzustellen. Und wir hatten eine Reihe von anderen Studenten, wie den Martin, der aus seiner Masterarbeit damals auch ein Paper gemacht hat, was er vorgestellt hat. Und eine Reihe von weiteren. Das heißt, wenn eine Bachelorarbeit gut läuft, kann man die häufig weiterentwickeln zu was, wo ihr mehr rausnehmt als eine reine Note. Es kann die erste Erfahrung im wissenschaftlichen Kontext sein. Es kann aber auch was ganz anderes sein, wenn ihr im industriellen Kontext arbeitet, dass ihr eine Firma kennenlernt und so. Ich habe jetzt natürlich bewusst die hochgehoben, die besonders gut funktioniert haben. Das soll aber nicht irgendwie erschreckend wirken. Also Ziel von einer Bachelorarbeit ist nicht, danach eine internationale Veröffentlichung zu machen. Sondern was ich damit sagen will, ist, dass ihr mit einer Bachelorarbeit über das hinaus gucken könnt, was ihr rein für die Benotung machen müsst. Ich habe mal ein paar andere Beispiele. Wir hatten Arbeiten, die Analyseergebnisse in eine IDE integriert haben oder einen Editor für eine Architekturanalyse gebaut haben oder einen Editor, in dem ich mir einen Trace von einer Programmausführung interaktiv anschauen kann. Das heißt, auch hier lernt man jeweils eine Entwicklungsumgebung kennen oder eine Programmanalyse-Fragestellung oder so. Und es gibt auch Arbeiten, die überhaupt nichts mit Programmieren machen. Ich habe hier eine Arbeit, die hat Review-Ergebnisse klassifiziert. Wir machen unsere eigene Entwicklung seit Jahren Peer-Reviews. Das heißt, jede Änderung, die jemand macht, muss wer anders anschauen. Und dann schreiben wir die ganzen Probleme auf, die wir dabei gefunden haben. Und uns hat mal interessiert, was es eigentlich bringt. Und wir haben in der Masterarbeit analysieren lassen, welche Arten von Fehler finden wir dann dabei. Welche Arten von Problemen werden dadurch erkannt. Auch das ist ein typisches Thema für eine Bachelor- oder Masterarbeit, da was zu evaluieren. So viel zum Vorlauf. Ich denke, eine ganz entscheidende Frage ist am Anfang, worauf kommt es an? Also welche Kriterien machen eine gute Bachelorarbeit aus? Und das Dumme ist, dass es nicht die eine Antwort gibt, die für alle gilt. Weil es hängt ganz stark davon ab, in welchem Kontext, also in welchem Lehrstuhl, in welchem Themengebiet ihr eure Bachelorarbeit macht. Und weil es so abstrakt ist, möchte ich es an einem anderen Beispiel erklären. Für mich kann man das sehr gut mit Bier erklären. Nicht nur, weil ich gern Bier trinke, sondern weil es eine Reihe von Parallelen gibt. Nämlich, was ich unter einem guten Bier erwarte, hängt extrem davon ab, wo das Bier herkommt. In Deutschland gibt es das Reinheitsgebot, das heißt, man darf nur eine Reihe von Sachen reingießen. In Belgien kann ich Kirschsaft ins Bier machen und trotzdem ist es für einen Belgier ein relevantes Bier. Gleichfalls, was gilt ist, wenn Biere aus der gleichen Region kommen, dann schmecken die typischerweise sehr viel ähnlicher, als wenn die von weiter weg kommen. Also ein Tegernseher, ein Augustiner und ein Quartiermeister schmecken sehr viel ähnlicher untereinander als ein Pilz. Was hat das mit Bachelorarbeiten zu tun?
Es gibt typischerweise in der Region, wo die Bachelorarbeit entsteht, in dem Fall in dem Lehrstuhl, relativ klare Erwartungen an das, was in der Bachelorarbeit drin sein muss. Also bei uns im Software Engineering erwarte ich typischerweise eine Implementierung und eine Evaluierung der Implementierung. Ich erwarte keinen Beweis, weil wir meistens keine Probleme haben, die sich so formalisieren lassen, dass man da irgendwie mit einem Beweis vernünftig arbeiten könnte. In der theoretischeren Informatik ist es komisch, wenn kein Beweis drin ist. Eine Evaluierung ist aber dafür ungewöhnlich. Also für mich ganz entscheidend, wenn ihr eine Umgebung gefunden habt, in der ihr eure Bachelorarbeit machen wollt, erkundigt euch da, was da die Faktoren sind, auf die am meisten Augenmerk gelegt wird. Und ein einfacher Weg dafür ist, in der Gruppe oder von dem Betreuer andere Arbeiten zu lesen, die der schon betreut hat. Häufig haben die eine sehr ähnliche Form, die ganz anders aussieht als Bachelorarbeiten von anderen Universitäten oder auch andere Bachelorarbeiten aus anderen Lehrstühlen der TU. Das heißt, es lässt sich an der Stelle nicht so gut für mich verallgemeinern, was die wichtigsten Faktoren sind bezüglich Aufbau oder Themenstellung der Bachelorarbeit. Was sich aber gut verallgemeinern lässt, sind die Rollen. Denn jede Bachelorarbeit hat drei Rollen. Einmal den Autor, dann den Betreuer und den Themensteller, in der Regel der Professor. Und es gibt auch klare Verantwortlichkeiten oder Aufgaben, die diese Rollen jeweils machen müssen. Autor macht die eigentliche Arbeit, also arbeitet die Leistung, implementiert Code, wenn es Teil der Themenstellung ist, schreibt das eigentliche Dokument und hält letztendlich den Vortrag. Der Betreuer erfindet das Thema. Typischerweise ist der Betreuer ein Doktorand, der sich das Thema selber ausdenkt bezüglich der Fragestellungen, die ihn in einer Promotion oder in einer Projektarbeit interessieren. Der Betreuer gibt euch Feedback zu eurer Arbeit und macht letztendlich die Bewertung. Der Themensteller gibt in der Regel nicht euch direkt Feedback, sondern gibt dem Betreuer Feedback zur Themenstellung am Anfang und macht die formale Benotung. Die formale Benotung heißt, in der Regel macht der Betreuer einen Bewertungsvorschlag und in der Regel wird der vom Themensteller auch so angenommen. Jetzt, ich hatte als Student keine klare Vorstellung davon, wer für mich von Betreuer und Themensteller der wichtigste ist. Also wem bin ich oder wessen Motivation spielt eine größere Rolle für den Erfolg meiner Arbeit. Aus wessen Sicht ist es der Themensteller? Fühlt sich ein bisschen an wie eine Fangfrage. Ne? Aus wessen Sicht ist es der Betreuer? Das seht ihr sehr richtig. Also so ein bisschen wie bei, ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Der Betreuer hat eine sehr viel größere Auswirkung auf den Erfolg eurer Arbeit, weil ihr mit dem sehr viel mehr interagiert als mit dem Themensteller. Insofern ist meine Empfehlung, den sehr sorgfältig auswählen und wenn ihr den ausgewählt habt, kriegt ihr den Themensteller gleich mit, weil der Betreuer immer im Lehrstuhl angestellt ist. Gibt es an der Stelle schon Fragen, Kommentare, Anmerkungen zu dem Teil der Bachelorarbeit? Einfach reinrufen. Ja? Ich wiederhole die Frage, dass wir sie hier drauf haben. Wie groß ist der Anteil an selbst vorgeschlagenen Themen? Du meinst an allen Themen, die so betreut werden? Ich habe keine empirischen Daten. Also mein Eindruck ist, dass der relativ klein ist und dass es keine gute Idee, also dass es typischerweise sehr riskant ist, mit einem selber vorgeschlagenen Thema auf den Betreuer zuzugehen, weil es schwieriger ist, den dafür zu motivieren. Ich komme da gleich drauf. Weitere Fragen dazu? Ja? Unterschiedlichen Rollen bei Industriethemen komme ich gleich im Vortrag nochmal drauf. Entscheidend ist, bei einer Industriearbeit habt ihr zwei Betreuer. Und die müsst ihr gucken, dass ihr da nicht zwischen den Stühlen landet. Also eine gute Idee ist, bei einer Industriearbeit sehr früh die beiden Betreuer mal sich mit denen zusammenzusetzen, um zu gucken, ob die ähnliche Interessen haben oder ob die eigentlich in unterschiedliche Richtungen ziehen. Auch sicherzustellen, dass die eine gleiche Vorstellung von dem Thema haben. Ist blöd, wenn ihr das erst am Schluss merkt, wenn ihr keine Zeit mehr habt. Wenn es nicht so ist. Vivian? Ja, genau. Also eure Aufgabe ist, Feedback einzufordern. Feedback-Kultur ist sehr unterschiedlich. Manche geben euch von sich aus Feedback, bei anderen ist es gut, wenn ihr es einfordert. Ja? Frage ist, kann ich mir als Betreuer jeden aussuchen?
Also du kannst dir Doktoranden, Postdocs oder Professoren in der Regel als Betreuer an der TU aussuchen. Also es gibt auch manchmal Professoren, die euch direkt betreuen, aber da, weil es sehr viel mehr Doktoranden gibt als Postdocs und mehr Postdocs als Professoren, ist es viel wahrscheinlicher, dass ihr einen Doktorand findet, der euch betreut, als einen Professor. Und grundsätzlich ist es gut, wenn euer Betreuer Erfahrung hat im Betreuen, aber das viel entscheidendere Kriterium ist in meinen Augen, wie viel Zeit sich der für die Betreuung nimmt. Also lieber jemanden, der das noch nicht oft gemacht hat und sich viel Zeit für euch nimmt, als einen, der 50 Arbeiten betreut hat und mehrere Ehrendoktoren hat, den ihr aber nur bei der Themenbesprechung und bei der Präsentation seht. Von dessen Titeln habt ihr nicht viel, wenn ihr den nicht greifbar habt. Ich sehe keine weiteren Fragen, dann mache ich an der Stelle weiter. Ich nehme deine Frage gleich als Überleitung. Was ich häufig sehe, ist, dass jemand ein eigenes Thema hat. Vielleicht, weil man irgendwo arbeitet oder weil man sich Gedanken gemacht hat und das gerne in der Bachelorarbeit machen will. Und dann losläuft auf der Suche nach einem Betreuer. Und meine eigene Einstellung als Student war da ehrlich gesagt, die werden ja an der Uni bezahlt dafür, dass sie mich betreuen. Und ich kriege ja woanders schon Geld dafür, dass ich programmiere. Wenn ich jetzt für einen Lehrstuhl programmiere, dann muss ich doch eigentlich offene Türen einrennen. Die bezahlen mich ja nicht für die Bachelorarbeit. Die müssen mich doch mit offenen Armen nehmen und mich da ganz toll betreuen. Und das ist eine Sicht, die sich inzwischen bei mir ganz stark umgekehrt hat, seit ich einen Lehrstuhl von innen kenne. Und auch eine Sicht, die einem, glaube ich, als Student nicht viel weiterhilft, weil sie die Kräftelage in dem Lehrstuhl völlig ignoriert. Weil die Leute, die euch typischerweise betreuen als Doktoranden, sind häufig gar nicht auf Lehrstellen, sondern sind auf Drittmittelstellen. Das heißt, die werden erstmal gar nicht dafür bezahlt, dass sie Lehre machen. Und was das ist aber nicht entscheidend. Entscheidend ist, die promovieren, weil sie forschen wollen. Sie haben aber kaum Zeit für ihre Forschung, weil sie in lauter anderen Sachen arbeiten müssen, die sie für den Lehrstuhl erledigen müssen. Und das heißt, häufig konkurriert ihr bei denen mit der Freizeit, mit der Zeit, die sie für euch in die Betreuung stecken sollen. Das heißt, es ist gut, wenn ihr ein Thema habt, was in den im Interessensraum, also im Promotionsinteresse oder Forschungsinteresse oder Projektinteresse von dem Betreuer ist, damit ihr mit dessen Arbeitszeit reinpasst und nicht mit dessen Freizeit konkurriert. Um das ein bisschen konkreter zu machen, ich habe, als ich selber promoviert habe, mich mal gestoppt. Ich habe da über Wochen auf meinem Smartphone eine App gehabt, wo ich immer Start-Stopp gemacht habe, wenn ich Tasks angefangen habe. Weil ich ungefähr im dritten Jahr irgendwann frustriert war, dass ich mit meiner Promotion nicht so schnell vorankomme, wie ich das gern wollte. Und ich habe dann ausgewertet, wie viel meiner Zeit geht wirklich in meine Promotion. Und alles Graue hier sind Stunden, die ich in irgendwelche anderen Lehrstuhltätigkeiten stecke. Und das rote Zeug ist das, was wirklich in meine Promotion gelandet ist. Und die blaue Linie hier sind die Stunden, die ich laut Vertrag arbeiten sollte. Und nach einer Woche habe ich gemerkt, zu meiner Überraschung und zu meinem Ärgernis, dass es mir nicht mal gelungen war, meine Überstunden in meine DIS zu stecken. Und ich habe das dann umsortiert und Teile der Aufgaben abgegeben und so. Und irgendwann ging dann ein größerer Teil. Aber in so einer Situation sind viele Doktoranden. Und das heißt, wenn man in so einer Situation eine zusätzliche Arbeit als Betreuung annimmt, dann ist entscheidend, wie viel Zeit man da reinstecken kann, ob das im grauen oder im roten Bereich landet. Weil man es ja einem schon kaum gelingt, Zeit für die eigene Forschung zu finden. Und on top dann noch ein anderes Thema, was bei mir sonst nicht in meinen Arbeitsbereich passt, zu betreuen ist schwierig. Das heißt, die Situation, die ihr vermeiden wollt, ist diese hier. Das Themeninteresse, was ihr habt, und das Betreuungsinteresse, was euer Doktorand hat, nicht zusammenpasst. Und ein guter Weg, um das zu vermeiden, ist, nicht mit dem ganz fest vorgefertigten Thema auf einen Betreuer zuzugehen, sondern sich einen Betreuer zu suchen und dann zu gucken, gibt es Themen, die euch beide interessieren. Und da sind gute Quellen, die Lehrveranstaltungen, Lehrstuhl-Webseiten und so. Also geht im Kopf durch, seid in irgendwelchen Vorlesungen, in irgendwelchen Übungen, wo euch das Thema interessiert und ihr den Eindruck habt, ihr kommt mit dem Dozenten ganz gut klar. Oder klickt euch auf Lehrstühlen, die ein Thema machen, was euch interessiert, durch und guckt, was haben die Doktoranden auf ihren Webseiten und gibt es da Themen, die euch gemeinsam interessieren. Ja? Gute Frage. Heißt das, wenn ein Doktorand eine Lehrveranstaltung betreut, dass er auch Interesse daran hat? Nicht zwangsläufig, aber er ist auf jeden Fall an dem Lehrstuhl, der dieses Themengebiet macht. Und selbst wenn der vielleicht gezwungen wurde, diese Veranstaltung zu machen, dann hat er vielleicht Kollegen, die sich für das Thema interessieren. Also der ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Quelle, weil wenn er das nicht selber macht, hat er vielleicht Kollegen, wo er weiß, wer hat Zeit, wer interessiert sich für das Thema, mit wem kannst du mal Kaffee trinken gehen, um dich vorzustellen.
was ich auf Feedback von den letzten Vorträgen nochmal hervorheben möchte. Wenn ihr euch für ein Thema bewerbt, ist es in erster Linie mal eine Bewerbung. Das heißt, es ist wichtig, dass ihr vermittelt, warum euch das Thema interessiert und warum es für den Betreuer interessant ist, euch zu betreuen. Ihr habt natürlich ein Anrecht darauf, dass euch an der TU jemand betreut, aber wenn ihr jemanden wollt, der intrinsisch motiviert ist als Betreuer und sich richtig Mühe gibt, dann hilft es, wenn er Lust hat, euch zu betreuen. Und das hat er am meisten, wenn ihr dem mehr schickt als irgendwie 3 Zeilen mit 8 Fehlern. Das kriege ich manchmal. Und dann weiß ich nicht so recht, wenn die Mühe nicht in die Mail geflossen ist, die wenigstens einmal selber Korrektur zu lesen, dann vermittelt es einem nicht den Eindruck, dass auch sehr viel Mühe in die Bachelorarbeit fließt. Das muss überhaupt nicht so sein. Ich sage euch das als Effekt, um dass ihr das vermeiden könnt. Und was ihr optional machen könnt, ist, gerade wenn ihr in dem Themenbereich jemanden kennenlernen wollt, schickt irgendein Dokument mit, was derjenige weitergeben kann. Weil wenn ich merke, der Student wirkt sehr engagiert und passt genau in unser Gebiet, aber ich kann aus irgendeinem Grund gerade nicht betreuen, weil ich mit Projekten unter Wasser bin oder weil ich gerade ein Kind bekommen habe oder so und jetzt erstmal irgendwie wieder durchschlafen muss, dann kann ich den Lebenslauf an einen Kollegen von mir geben, der in dem Thema unterwegs ist, der sich dann vielleicht bei euch meldet. Und das TUM Career Center kann euch Feedback zum Lebenslauf geben. Das muss alles gar nicht so formal sein. Was ich am liebsten mag, ist, wenn mir jemand sagt, er interessiert sich für das Thema. Ich irgendwie merke, dass das mehr ist als ein Satz. Vielleicht, weil er ein Papier von uns gelesen hat oder weil er irgendwie darauf Bezug nimmt, wo er mich kennengelernt hat. Und dann gehe ich am liebsten mit dem in den Kaffee trinken. Weil dann kann man am meisten rauskitzeln, findet man gemeinsame Themen. Und das klappt im Dialog viel besser als per Mail. So, wenn ihr einen Betreuer habt mit einem Thema, was euch beide interessiert, dann ist noch als dritter Faktor die Umgebung relevant, in der er die Arbeit macht. Und da gibt es zwei, die man stark voneinander unterscheiden kann. Nämlich einmal eine interne Bachelorarbeit an der TU und auf der anderen Seite eine externe Bachelorarbeit in der Industrie. Und es gibt in beiden Kontexten Themen, die sich sehr gut eignen und wo man tolle Bachelorarbeit machen kann. Und es gibt in beiden Kontexten Themen, die nicht so gut passen. Das heißt, in meinen Augen ist nicht eine interne und eine externe besser oder schlechter, sondern es gibt Kriterien, die pro Thema für eine interne oder für eine externe Bachelorarbeit sprechen. Und die möchte ich kurz durchgehen. Wenn ihr an der TU macht, ist es sehr viel einfacher, Kontakt zu einem Lehrstuhl zu kriegen. Also wenn einer von euch überlegt, vielleicht mal zu promovieren, in einer internen Promotion, also an der TU, dann ist eine Bachelorarbeit an einem Lehrstuhl wahrscheinlich was, was euch mehr darüber sagt, wie so ein Lehrstuhl tickt und euch mehr Kontakt zur Doktoranden vermittelt als eine externe. Es ist in der Regel leichter, einen Betreuer zu finden, weil ich bei einem internen Thema mehr von dem einbringen kann, was sich mich sowieso für die Forschung interessiert. Aus einem ähnlichen Grund, weil an der TU mehr Veröffentlichungsexpertise ist als meistens in der Industrie, ist es leichter, interne Themen zu veröffentlichen. Und was auch ein Faktor ist, wenn ich in einer Firma bin, habe ich meistens ein sehr konkretes Problem. Das heißt, ich brauche meistens eine relativ klare Linie zu einer Lösung. An der TU kann ich mich mehr spielen, da gibt es mehr Themen, die visionärer sind, wo man mehr Gestaltungsspielraum haben kann, die vielleicht auch ein bisschen riskanter sind, ob da was bei rauskommt. In der Regel ist an der TU mehr Erfahrung in Betreuung und insgesamt, wenn ihr in den wissenschaftlichen Bereich gehen wollt, ist, glaube ich, ein internes Thema, was euch da mehr zu zeigt als ein externes. Bei der Industrie ist, glaube ich, der Hauptvorteil, ihr kriegt einen Kontakt zu der Firma und ich sehe es häufig, dass Leute, die den Bachelor- oder Masterarbeit in der Firma gemacht haben, vorher als Studenten in der Firma mal gearbeitet haben. Alle unsere Absolventen in unserer Firma haben vorher bei uns Bachelor- oder Masterarbeit gemacht und meistens auch noch als Werkstudent in Semesterferien gearbeitet. Und in vielen anderen Firmen ist es auch so. Häufig ist es leichter, eine praktisch relevante Fragestellung zu finden, weil jemand in der Industrie meistens ein konkretes Problem hat, was er gelöst haben will. Und München ist sauteuer und wird immer teurer zu wohnen. Ihr kriegt manchmal eine Aufwandsentschädigung bei einer externen Bachelorarbeit. Ist an der TU in der Regel nicht möglich. Da vielleicht noch eine Randbemerkung. Offiziell darf eine Bachelorarbeit nicht bezahlt werden, weil es eine Prüfungsleistung ist. Es gibt aber so Workarounds, dass euch irgendwie die Firmen die Nutzungsrechte am Ergebnis eurer Arbeit abkaufen, und zwar in Raten, die genau auf die Monate passen. Ich glaube, das ist dann irgendwie formal in Ordnung. In der Regel ist so der Deal, dass der Betreuer an der TU das nicht so genau wissen will, wie das mit der Firma genau ist. Schaut nur, ich denke, eine Aufwandsentschädigung ist in Ordnung. Ihr müsst schauen, dass ihr nicht in einen Interessenskonflikt kommt. Also, dass
das, was ihr eigentlich in eure Arbeit reinschreiben wollt, was zum Thema passt und bewertet wird, irgendwie nicht zu dem passt, wo die Firma Geld für will. Weil dann sitzt ihr zwischen den Stühlen und seid in einer blöden Situation. Typischerweise ist eine Veröffentlichung von einem praktischen Implementierungsthema in der Industrie schwieriger als in der internen. Und Angelika hat es vorher angesprochen, ihr habt einen höheren Aufwand, eure Betreuer zu synchronisieren. Also wenn es euch gelingt, einen interessierten TU-Betreuer zu finden, ihr habt trotzdem noch einen Betreuer in der Firma, setzt die vorher gemeinsam an den Tisch, dass sie rausfinden können, was sie beide für Erwartungen an das Thema haben, dass ihr das früh klärt und da Differenzen angehen könnt, bevor irgendwie die Zeit alle ist und ihr einen Großteil der Arbeit schon erbracht habt. Und was natürlich auch sein kann, ist, dass ihr einen Betreuer in der TU findet, der das zwar macht, aber da keine besonderen Aktien drin hat. Und auch dann ist es gut, wenn ihr das vorher einschätzen könnt, dass ihr wisst, wie ihr mit euren beiden Betreuern umgehen müsst. Es gibt einen Sonderfall, und zwar Spin-offs oder Ausgründungen aus Lehrstühlen. Die sind häufig noch sehr nah an der Forschung und haben viel Betreuungsexpertise und haben aber trotzdem Kontakt zur Industrie, um die Fallstudiendaten zu haben oder die Probleme, die aus der Praxis motiviert sind. Hier ganz kurz Werbefolie zu unserer Firma. Wir sind inzwischen 15 Personen, 9 davon sind Doktoren. Das heißt, wir haben eine sehr hohe Betreuungsdichte oder Betreuungserfahrungsdichte. Wenn sich jemand dafür interessiert, wir sind hier im Gate, also in der Richtung so 300 Meter. Also ist relativ nah und relativ gut mit dem Studium zu verbinden. Was ich nicht angesprochen habe, was glaube ich noch hilfreich ist, ist so eine Liste von Kriterien zu haben, ob das ihr beurteilen könnt, wann ein Thema ungeeignet ist. Was ist denn euer Bauchgefühl? Möchtet ihr Dinge reinrufen, Kriterien, wo ihr sagt, dann glaubt ihr, wenn ein Thema sowas erfüllt, ist es nicht gut geeignet für eine Bachelorarbeit? Letzte Chance. Sonst löse ich auf. Für mich ist ein Thema dann ungeeignet, wenn man zwischen zwei verschiedenen Lösungsalternativen nicht vernünftig beurteilen kann, welche die bessere ist. Und meistens ist es was, was ein Thema hergibt oder nicht. Das Thema, was ich vorher hatte, mit den, welche Klassen sind wie zentral. Da kann ich mir eine Musterlösung ausdenken, indem ich Entwickler frage, was aus ihrer Sicht das Richtige ist, und dann kann ich meine verschiedenen Algorithmen dagegen laufen lassen. Wenn ich einfach nur das Thema habe, implementiere XY und ich keine Bewertungsfunktion mitgebe, dann fällt es mir als Bearbeiter unheimlich schwer zu beurteilen, ob ich links oder rechts abbiegen soll. Und entscheidend ist für mich, gibt es ein klares Problem Statement und gibt es irgendeine Bewertung, mit der ich Alternativen beurteilen kann. Und ich halte es deswegen für wichtig, weil ihr auf der einen Seite dadurch selber Entscheidungen beurteilen könnt. Ihr habt es leichter, einen Betreuer zu überzeugen, warum eure Lösung richtig ist. Und was auch entscheidend ist, der Betreuer muss ja seinen Chef überzeugen, warum er euch eine gute Note gibt. Und es fällt ihm auch viel leichter, wenn es objektive Faktoren gibt, warum die Note gut sein soll oder nicht. Nochmal konkreter. Bei dem Thema hatten wir diese Musterlösung von den Entwicklern, um die verschiedenen Lösungen von Algorithmen zu beurteilen. Da konnte man dann klar sagen, manche haben mehr Punkte gewonnen als die anderen. Ich habe ein anderes Beispiel. Das Thema, was ich als allererstes betreut habe 2006, da ging es darum, kontextfreie Grammatiken zu visualisieren, um mir beim Entwickeln von einem Compiler zu helfen. Und bei dem Thema hatte ich noch keine Erfahrung, da hatte ich kein klares Problem Statement. Und deswegen gab es auch keine vernünftige Variante, um unterschiedliche Lösungen zu beurteilen. Und das ist unheimlich schwer zu bewerten. Das ist auch für einen Student unheimlich schwer zu entscheiden, ist jetzt hier ein Kreis besser als ein Rechteck? Ist die eine Farbe besser als die andere? Aus so einem Thema kann man vielleicht was machen, indem man sich überlegt, wie macht man irgendwelche Usability-Tests? Das war in dem Thema aber nicht angedacht. Und das ist was, was es schwer macht zu bearbeiten. Die typischen Anti-Patterns, die ich in Themen sehe, das ist meine persönliche Meinung. Es gibt, glaube ich, Betreuer, die das anders sehen, aber ich habe selten Arbeiten gesehen, die auf solchen Themen erfolgreich waren. Das erste ist Search My Literature. Häufig ist die Motivation, dass ein Doktorand irgendwie verwandte Arbeiten zu seinem Thema suchen muss und selber keine Lust hat und das irgendwie eine Bachelorarbeit rausschreibt. Das zweite ist Implementation only. Ich implementiere irgendwas runter, ohne die Möglichkeit haben, das vernünftig zu evaluieren. Und das dritte ist eine Werkzeugauswahl. Das sehe ich häufig bei externen Themen. Also wenn gerade in einem Großunternehmen, wenn
der Chef beschlossen hat, wir brauchen wieder mehr Kontakt zu Studenten. Und dann kriegt eine Abteilung die Aufgabe, betreut meine Bachelorarbeit, hat aber selber kein vernünftiges Thema. Es gibt dieses Werkzeug, was ausgewählt werden soll für Dokumentenmanagement oder so. Und keiner will es machen, dann kriegt man das als Bachelorarbeit ab. Das ist typischerweise ein undankbares Thema, weil man auch da nicht vernünftig beurteilen kann, was passt denn da besser rein. Letzter Punkt zu dem Kapitel. Die Anmeldung der Arbeit gibt es so ein bisschen den offiziellen Teil und den inoffiziellen Teil. Der offizielle Teil ist, ihr könnt immer nur zum 15. eines Monats anmelden, also zum 15. November oder 15. Dezember und so weiter. Und dann 4 Monate später, am 15. müsst ihr abgeben. In der Wirtschaftsinformatik 5 Monate später. Inoffiziell ist es häufig so, dass euch Lehrstühle sagen, meldet erst an, wenn ihr beim Thema über den Berg seid oder wenn ihr im Thema relativ tief drin seid. Meine Empfehlung ist, gleich anzumelden. Schaut euch das Thema vielleicht 1-2 Wochen an, aber dann meldet gleich an. Weil die Erfahrung ist, dass man viel länger braucht, wenn man erst später anmeldet. Bei meiner Diplomarbeit habe ich gleich angemeldet, weil es mein Betreuer so wollte. Die hat 6 Monate gedauert. Meine Kollegen, die mit mir in den gleichen Lerngruppen waren, die haben später angemeldet und die haben im Schnitt 12 Monate gebraucht. Weil man leichter geneigt ist, das aufzuschieben, nicht so den Druck hat und vor allem das Thema immer weiter platzt. Weil wenn der Betreuer merkt, es läuft alles super, man dann geneigt ist, noch ein paar Sachen reinzupacken, weil ja noch Zeit ist, weil er noch nicht angemeldet ist. Und ihr habt es nicht immer im Griff, also erklärt mit eurem Betreuer, was der haben will. Und wenn der von euch will, dass ihr es erst später anmeldet, dann klärt mit ihm, was sind die konkreten Kriterien, dass er euch eine Anmeldung erlaubt. Zu dem Teil Fragen. Ja? Ich wiederhole die Frage gerade, kann man verlängern? Ja, kann man, aber in der Regel nur aus Gründen, die nicht inhaltlich bedingt sind. Also zum Beispiel, wenn irgendwie eine längere Krankheit ist oder dein Betreuer irgendwie eine Weile ausfällt oder so. Und muss auch immer über den Professor laufen. Ja? Was mache ich, wenn ich mich angemeldet habe und dann merke, das Thema ist Schrott? Also ein bisschen musst du dich, glaube ich, schon vorher damit beschäftigen. Und sonst ist es blöd, aber ich glaube, man kann auch nochmal wechseln. Aber ich habe noch eine Ergänzung. Häufig, wenn ihr merkt, das, was ich jetzt mir überlegt habe, funktioniert nicht richtig, redet erstmal mit eurem Betreuer. Also ein interessantes Thema zeichnet sich für mich immer dadurch aus, dass man nicht so genau weiß, wie es läuft. Und das ist aber nicht das Problem vom Studenten, sondern es ist was man gemeinsam lösen kann. Wo man dann sagt, das war irgendwie schwieriger, als wir dachten, dann engen wir das Thema ein bisschen ein. Ich hatte auch schon den Fall, dass ein Student nach 2 Wochen fertig war, weil er eine Bibliothek gefunden hat, die einen Großteil von dem implementiert, was wir da machen wollten. Und haben wir offen besprochen, haben wir das Thema erweitert und dann eine Studie darum gemacht. Also nur bei Themen, die man schon mal so gemacht hat oder die so wenig Kreativitätsspielraum lassen, nur dann weiß man vorher, wie es läuft, auch als Betreuer. Auch nach 30 Arbeiten. Ja? Sehr gute Frage. Man muss in der Firma meistens eine NDA unterschreiben, eine Gehaltserhaltungsvereinbarung. Wie spielt es in die Bachelorarbeit rein? Also mehrere Punkte. Ich glaube, es hilft auf jeden Fall, sowas sehr früh anzusprechen, dass man mögliche Probleme früh merkt. Aber eine Bachelorarbeit muss nicht veröffentlicht werden. Also bei uns am Lehrstuhl gibt es immer wieder Diplomarbeiten oder Bachelorarbeiten, wo das vorher klar ist, wo man als Lehrstuhl dann die Arbeit bekommt, dass man sie beurteilen kann, die aber danach nicht in der Bibliothek landet oder so. Und auch ganz entscheidend, der Quelltext ist typisch, jedenfalls bei den Themen, die ich betreue, typischerweise nicht Teil der Bewertung, sondern bewertet wird das Dokument, was geschrieben wird. Und wenn man was implementiert und damit eine Studie macht, ist die Studie dann das, was bewertet wird. Insofern wäre es in meinem Kontext kein Problem, wenn ich den Code nicht zu sehen bekomme. Muss man auch wieder mit dem Lehrstuhl abklären, was da jeweils bewertet wird, aber ich glaube, in vielen Lehrstühlen ist es so, dass wenn man den Quelltext nicht rausgeben kann, das nichts macht.
noch eine Kleinigkeit. Wenn ihr mehrere Betreuer habt, druckt dem jeden einer aus und gebt jedem ein Exemplar. Das macht man ihm mit sehr wenig Aufwand glücklich. Weitere Fragen dazu? Sonst einfach zwischendurch. So, eine Bachelorarbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit. Und ich denke, eine ganz entscheidende Frage ist, was ist wissenschaftliches Arbeiten? Hat da jemand eine Meinung zu? Ich habe sonst eine ganz platte. Für mich ist wissenschaftliche Arbeit Arbeit, die Wissenschaft. Und das heißt, Wissenschaft ist nicht Meinungsschaft. Also ich muss meine Meinung und meine empirischen Ergebnisse, also das, was ich mir vorher so überlegt habe und das, was dann tatsächlich bei meiner Arbeit rausgekommen ist, klar voneinander trennen. Dass ich als Leser nachvollziehen kann, wenn ich anderer Meinung bin, lasse ich mich von den wirklichen Fünden der Arbeit überzeugen oder ist es bloß Rhetorik? Und zweitens muss ich klar machen, was ist meine originäre Arbeit und was ist an Arbeit von anderen, von denen ich aufbaue. Der zweite Punkt, auf den ich hier eingehen möchte, ist die Schnittstelle, die ihr mit eurem Betreuer habt. Weil es erfahrungsgemäß wichtig ist, klar zu verstehen, wer hat welche Aufgaben und was sind auch nicht die Aufgaben des Autors oder nicht die Aufgaben des Betreuers. Und entscheidend ist aus meiner Sicht, dass ihr als Autoren euer Zeitmanagement macht. Das müsst ihr selber im Griff haben. Wenn ihr da aus der Zeit lauft, habt ihr den Ärger und nicht euer Betreuer, deswegen ist es eure Verantwortung. Ihr müsst euch Feedback einholen, das hat Angelika angesprochen. Ihr müsst Probleme früh kommunizieren. Also wenn ihr merkt, ihr kommt mit dem Thema nicht klar oder ihr lauft hier ein Implementierungsproblem rein oder ihr seid in einer Firma und aus irgendeinem Grund kriegt ihr die Daten nicht, die ihr braucht. Oder was auch immer, kommuniziert es früh, da kann man in der Regel sehr viel mehr machen, als wenn es spät passiert. Und häufig ist es so, dass ihr im Laufe der Arbeit auf Dinge kommt, wo es verschiedene Lösungen gibt, wo man sich für eine entscheiden muss. Und das ist was, da kann euch euer Betreuer zwar beraten, aber letztendlich müsst ihr die Entscheidung treffen, weil ihr mit den Konsequenzen lebt. Was ich so ein bisschen als Bonus sehe, ist, ich habe manche Studenten oder sehe es auch bei anderen, die vorher so immer so ein bisschen vor so einem Treffen immer aufbereiten, was ist seit dem letzten Mal passiert, was plane ich bis zum nächsten Mal, was hat geklappt, was nicht. Das hilft insofern, weil wenn ihr eure Bachelorarbeit macht, seid ihr da unheimlich tief drin und wisst alles noch. Euer Betreuer hat aber vielleicht mehrere Studenten gleichzeitig, außerdem andere Projekte und so macht ihr es dem leichter, den Kontextwechsel im Kopf zu machen, um wieder an eurem Thema zu sein. Aufgabe Betreuer ist Themenstellung und Schärfung. Das passiert am Anfang. Was eine kontinuierliche Aufgabe ist, ist das Scoping. Das hatte ich gerade schon angesprochen. Auch nach so viel, ich habe 30 Themen oder sowas gestellt. Mir gelingt es trotzdem noch nicht, präzise zu sagen, ist es zu groß oder zu klein für eine Bachelorarbeit. Und die Lösung ist eben, dass man gemeinsam guckt, wo ist es zu aufwendig und das Thema dann ein bisschen einschränkt. Gerade wenn man empirische Studien hat oder das Thema geeignet gewählt ist, gibt es häufig so Stellschrauben. Dass man mehr oder weniger Systeme analysiert, dass man auf mehr oder weniger Programmiersprachen eingeht oder so. Aufgabe ist auch Feedback geben. Aufgabe ist aber nicht Micromanagement oder Zeitmanagement. Also Aufgabe von Betreuer ist nicht, euch klein vorzukauen, was macht ihr in welcher Woche. Und Aufgabe ist auch nicht, Entscheidungen abzunehmen oder die ganze Arbeit Korrektur zu lesen. Also sinnvoll ist, ein paar Seiten oder ein Kapitel oder die Storyline dem Betreuer zu schicken, aber erwartet nicht, dass ihr, wenn ihr irgendwie eine Woche vor Abgabe 50 Seiten schickt, 6 Tage vor Abgabe da ausführliches Feedback zu bekommt. Wann trifft man sich sinnvollerweise mit seinem Betreuer? Ich habe hier mal die 4 Monate der Bachelorarbeit aufgezeichnet. Typischerweise unterscheide ich zwischen verschiedenen Phasen. Ich treffe mich in der ersten Phase in der Regel so einmal die Woche mit den Studenten, die ich betreue. Weil es da entscheidend ist zu sehen, ob man das gleiche Verständnis vom Thema hat. Und da lohnt es sich in der Regel, das regelmäßig zu machen. Dann, wenn die eigentliche Implementierung oder Studie ist, mache ich die Treffen in der Regel nach Bedarf. Dann kommt der Student auf mich zu, wann es Sinn macht, sich wieder zu treffen. Die zweite Phase beginnt, wenn man mit dem Aufschreiben beginnt. Und das solltet ihr nach meiner Erfahrung nicht später als 2 Monate vor Abschluss machen. Und da beginnt eine neue Problemstellung. Wie kommt man zu so einem Text? Wie ist der strukturiert? Wie ist der gegliedert? Was soll da rein und was nicht? Und da lohnt es sich auch wieder, sich am Anfang regelmäßig zu treffen und dann wieder nach Bedarf. Und was ich entscheidend finde, ist in der Mitte, also 2 Monate vor Abgabe bei der Bachelorarbeit, ungefähr nach 4 Monaten bei einer Masterarbeit, die Gliederung gemeinsam durchzusprechen. Weil ihr kennt Refactoring-Werkzeuge für Code, da kann man auch, wenn man viel implementiert hat, noch viel umstellen. Bei Text geht es ganz schlecht.
Und wenn ihr schon viel Text produziert habt und dann merkt, ihr habt eine unterschiedliche Vorstellung von der Gliederung, dann müsst ihr in der Regel sehr viel wegwerfen. Das heißt, der Level, wo ihr strukturelles Feedback zu eurer Arbeit haben wollt, ist auf Gliederungsebene und nicht auf Einzeltextebene. Und ich habe mal eine typische Gliederung mitgebracht. Also die meisten Arbeiten haben eine sehr ähnliche Struktur. Man hat meistens eine Einleitung, die die Problemstellung beschreibt. Dann gibt es ein kurzes Kapitel, was Begriffe definiert. Da kann ich als Leser durchblättern, was ich schon kenne und nur die Sachen lesen, die mich an der Stelle interessieren. Dann gibt es ein Kapitel, wo man sich kurz von anderen existierenden Arbeiten abgrenzt. Und dann ist das eigentliche Fleisch der Arbeit in Beschreibung des eigenen Ansatzes und der Evaluierung. Und in der Regel gibt es am Schluss noch so ein bisschen Future Work, also was könnte man alles noch Tolles machen, wenn man mehr Zeit hätte. Und dann nochmal eine Zusammenfassung, was die Ergebnisse der Arbeit nochmal kondensiert darstellt. Und wenn ihr so eine Gliederung abgestimmt habt, dann müsst ihr irgendwie entscheiden, wie ihr die vielen weißen Seiten auf diese Kapitel verteilt. Und für mich ist es ein sehr ähnliches Problem, wie wenn ich mit einem Teller an einem Buffet stehe. Dann muss ich entscheiden, wie ich das viele Essen auf die weiße Fläche in meinem Teller verteile. Und ich nehme den Vergleich gern, weil es gibt für beide Probleme eine sehr einfache Heuristik, die man sehr häufig verwendet und die immer zu schlechten Ergebnissen führt. Lässt sich einfach am Buffet beschreiben. Am Buffet bin ich erstmal bei den billigen Speisen, bei den Salaten. Da tue ich mir viel drauf, weil ich Hunger habe. In der Arbeit habe ich viel weiße Fläche, schreibe die Einleitung und muss die irgendwie vollkriegen. Dann komme ich irgendwann zu den Hauptgerichten. Ist nicht mehr so viel Platz. Das ballere ich aber auch noch voll. Schließlich will ich davon was reinkriegen. Wenn ich am Schluss zu den wirklich leckeren Sachen komme, dann muss ich das irgendwo oben drauf tun und habe dann irgendwie so ein Resultat, was nicht mehr lecker aussieht, dem man auch ansieht, dass nicht viel Gedanken darüber reinging, was ich da wirklich von machen wollte. Und wie passt das zur Bachelorarbeit? Häufig sehe ich, dass jemand, wenn man das von vorne nach hinten schreibt, am Anfang denkt, ich muss ganz viele Seiten füllen. Und dann schreibe ich Einleitung, dann schreibe ich Begriffsdefinitionen und dann nehme ich vielleicht, erinnere ich mich, ich habe mal über Grammatiken irgendwas gehört in irgendeiner Vorlesung, das schreibe ich da alle auf. Und dann habe ich da sehr viele Seiten gefüllt und dann geht mir langsam die Zeit aus und dann habe ich bei den eigentlichen Teilen, die entscheidend sind für die Arbeit, wo mein eigentlicher Beitrag ist, kaum noch Platz. Und der Teil, der hinten ist, der bewertungsrelevant ist, kommt dann zu kurz. Was viel besser funktioniert, ist sich vorher überlegen, wie viel will ich wo reinstecken. Wenn ich am Buffet sage, ich will hinten den Hummer, dann heißt das, ich kann vorher nicht so viel Salat nehmen. Wenn ich weiß, ich will insgesamt vielleicht 30 Seiten schreiben und ich brauche hier 15, dann heißt es vielleicht, ich habe nur 2 Seiten Platz für die Einleitung und auch nur 2 Seiten für die Begriffsdefinition und das ist dann schon in Ordnung so. Also macht euch, was gut funktioniert, ist sich vorher ungefähr so einen Plan zu machen, wie viel Seiten man in welchen Teil stecken will und es dann nicht von vorne nach hinten zu schreiben, sondern risikogetrieben. Also fangt mit den Kapiteln an, die am wichtigsten sind. Ich schreibe in der Regel auch bei Papers die Fundamentals oder die Related Work relativ am Schluss. Wenn ich ein bisschen weniger Begriffe definiere, ist nicht so schlimm, wie wenn ich meine eigenen Ergebnisse unter Wert verkaufe. Ja? In der Einleitung. Sehr guter Punkt. Ist ein Teilpunkt der Einleitung. Es ist gut, wenn da explizit ein Unterkapitel drin ist, was Problemstellung heißt und klar macht, was ist Problemstellung und auch, was ist Beitrag. Also was ist das, was die Arbeit hinzufügt. Ja? Sehr guter Punkt. Das sind zwei verschiedene Sachen. Wenn ich keine Lösung hinbekomme, also weil ich es nicht schaffe, das zu implementieren, dann musst du es mit deinem Betreuer besprechen. Aber was ein typisches Ergebnis ist, ist, ich habe ein Forschungsproblem, ich habe einen Ansatz, von dem der Betreuer gedacht hat, der funktioniert, und dann kommt raus, der funktioniert gar nicht. Und das ist ein relevantes Forschungsergebnis. Dann muss es nämlich wer anders nicht auch nochmal ausprobieren. Ist sogar häufig in der Forschung so, dass das nicht funktioniert, was man sich überlegt. Und wenn es nicht deswegen nicht funktioniert, weil man es verbockt hat, sondern weil man hat den Ansatz vernünftig implementiert und evaluiert und es kommt raus, die Idee funktioniert nicht, ist ein hervorragendes Ergebnis von der Bachelorarbeit. Dann muss man es so aufschreiben. Ist immer gut, wenn man das mit dem Betreuer vorher mal erklärt, dass der es nicht aus der Abgabe dann erst erfährt. Aber ist ein relevantes Ergebnis. Es gibt auch eine Reihe von Veröffentlichungen, die beschreiben, welche Ansätze nicht funktionieren.
Ja? Wie viele Seiten hat eine Bachelorarbeit? Habe ich keine Zahl. Sprecht mit eurem Betreuer und schaut vor allem an, wie lang sind andere Arbeiten in der Gruppe. Häufig ist eine formale Arbeit, wo es eher um Beweise geht, kompakter als eine Arbeit, die irgendwie eine Literaturstudie macht und ganz viel beschreiben muss und so. Und redet auch mit ihm, welche Schriftart und Schriftgröße und so. Und in der Regel, ich gebe keine Seitenzahl vor. Es macht Sinn, bei dieser Einteilungsübung, wenn man sagt, wie viel will man wohin verteilen, mal zu schauen. Und ich schaue auch, wenn mir ein Student so eine Gliederung gibt, hat er viel mehr Seiten, als zeitlich überhaupt sinnvoll machbar sind. Aber ich glaube, die wirklich valide Antwort kriegst du nur von deinem Betreuer. Ja? Müsst ihr in LaTeX schreiben? Ihr müsst sicher nicht, muss auch der Betreuer sagen. In der Regel ist aber sehr viel weniger Arbeit als in anderen Tools. Und meine Empfehlung ist, ich habe meine Diplomarbeit und alle meine Papers mit LaTeX geschrieben. Ich kann LaTeX aber kaum. Der Trick ist, mit einem fertigen Dokument zu starten. Lasst euch von irgendwem eine Bachelorarbeit geben, die ihr in LaTeX gemacht habt. Haut den ganzen Inhalt raus, aber lasst die ganzen Konstrukte da. Dass ihr nicht nachschauen müsst, wie legt man Kapitel an, wie legt man Unterkapitel an, wie kriegt man diese Formel hin und so. Und dann ist es mit LaTeX sehr viel weniger Stress, weil es kümmert sich darum, dass eure Referenzen richtig sind. Das macht von alleine den Standardaufbau. Typischerweise ist da sogar, wenn du von der TU von irgendwem eine Bachelorarbeit kriegst, diese Titelseite schon richtig mit allen Sachen, die ihr vom Prüfungsamt braucht und so. Ist eine gute Überleitung zur nächsten Folie. Welche Werkzeuge? Ich empfehle LaTeX, auch wenn man es vorher noch nicht verwendet hat, ist ein guter Zeitpunkt, das zu lernen, wenn man ein existierendes Dokument nimmt. Ich empfehle unbedingt ein Versionskontrollsystem. Auch wenn man alleine in der Arbeit arbeitet, weil man einfach alte Stände wiederherstellen kann. Ich richte in der Regel meinen Studenten bei uns auf dem Server ein. Das ist dann vom LRZ gebackupt. Wenn dann der Laptop verloren geht, ist alles, was im Versionskontrollsystem ist, noch da. Darüber könnt ihr auch einfach eurem Betreuer eine aktuelle Version zukommen lassen. Dann kann er ein Update machen und da reinschauen, ohne dass ihr irgendwas schicken müsst. Für Literaturmanagement verwenden wir immer JabRef. Das ist so ein Referenzmanager, der mit LaTeX eben gut zusammenspielt. Nach meiner Erfahrung sind Werkzeuge nicht das Entscheidende. Also, ob ihr eine hervorragende oder nicht macht, hängt sehr viel mehr vom Betreuer ab, vom Thema und sowas. Aber man kann sich mit LaTeX einen gewissen Ärger ersparen. Was für mich gut funktioniert hat, was vielleicht auch so ein bisschen in die Werkzeugkategorie passt, war mir zu überlegen, an welchen Stellen ich schreibe. Das hier ist der Schreibtisch, an dem ich meine Disk geschrieben habe. Von dem hatte ich ein Bild noch. Ich habe Großteile meiner Diplomarbeit in der Stabi geschrieben, in der Bibliothek. Oder in so einem Karell hier in der TU in Garching in der Bibliothek. Und was für mich gut funktioniert hat, war, das in einer Umgebung zu schreiben, wo nichts war, was mich interessiert. Das ist die Zivil- und Medienrechtsbibliothek in der LMU. Zivil- und Medienrecht, weil da ist kein einziges Buch, was mich interessiert und ich kenne da niemand. Da gab es wenige Ablenkungen dann, um mich aus dem eigentlichen Schreibprozess rauszureißen. Und das hat immer für ein paar Wochen gut funktioniert. Irgendwann ist mir dann da die Decke auf den Kopf gefallen, dann bin ich in eine andere Bibliothek. Also ein paar Wochen Stabi, ein paar Wochen TUM, ein paar Wochen LMU und so. Probiert es ruhig mal aus. Für mich hat gut funktioniert, wenn ich an diesem Schreibtisch saß, war mein Körper im Schreibmodus. Nach ein paar Wochen. Dann musste ich mir nicht mehr 90% meiner ganzen Kraft investieren, um mich überhaupt hinzusetzen, sondern konnte mich aufs eigentliche Schreiben konzentrieren. Dazu Fragen. Ein paar waren ja schon. Gibt es noch weitergehende? Letzter Punkt. Wenn ihr die Arbeit abgegeben habt, müsst ihr die vortragen. Und ich habe es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie ihr zu so einem Vortrag kommen könnt. Was typischerweise nicht gut funktioniert, ist, wenn ihr euch direkt in PowerPoint setzt und die Folien runterhackt. Weil man dann sehr viel darüber nachdenkt, welche Schriftart, welche Größe, welche Farbe und sehr wenig, welche Story. Und ich war vor ein paar Jahren auf einer Konferenz, wo der Chef von Pixar einen Vortrag gehalten hat. Pixar ist das Animationsstudio, was viele von diesen animierten Filmen macht, wie Toy Story, wie The Incredibles und so. Und was mich da fasziniert hat, war, dass die bei Pixar erst unheimlich spät an den Computer gehen. Am Anfang zeichnen die mit ganz wenig Auflösung und dann sprechen die sich das erst vor, weil sie sich zwingen wollen, am Anfang über die Story nachzudenken und erst sehr spät über die tatsächliche Umsetzung. Und das ist was erfahrungsgemäß für einen Vortrag auch sehr gut funktioniert.
Und mein Instrument, um mich zu hindern, über Details nachzudenken, wenn ich eigentlich noch über Story nachdenken sollte, ist, mit Post-its zu arbeiten an der Stelle. Ich mache mir am Anfang Gedanken, was will ich überhaupt sagen, und male mit dem Edding auf dem Post-it, und da kann ich nicht viel Details unterbringen. Und dann gliedere ich die in Gruppen und mache mir für jede Gruppe eine Karte für, was ist die zentrale Aussage, bringe die Aussagen in der Reihenfolge, wie sie am wirksamsten sind, und mache dann mit Post-its Folien. Also das sieht dann so aus, hier sind meine Aussagen, hier sind die einzelnen Folien, und da kann ich nur relativ wenig Zeit mit einer einzelnen Folie verbringen. Und deswegen fällt es mir viel leichter, mich von der Folie wieder zu trennen. Also typischerweise landet da viel beim Müll. Was mal bei PowerPoint passiert ist, wenn ich 3 Stunden in eine Folie investiere, dann lösche ich die nicht mehr, weil ich habe ja 3 Stunden investiert, auch wenn die eigentlich nicht mehr in den Vortrag passt. Und auf der Ebene, das ist viel agiler, viel leichtgewichtiger, auf der Ebene konzentriere ich mich auf die Story und gehe dann erst an PowerPoint. Und das ist was, das habe ich inzwischen für viele Vorträge, auch in Firmen, auf Konferenzen verwendet, und das funktioniert für mich ganz gut. Das ist was, was ich euch empfehlen kann. Das ist von diesem Vortrag, also hier ist die LaTeX-Folie, also das sind die Post-its von diesem Vortrag. Der nächste Schritt ist, wenn ihr einen Vortrag vorbereitet, den euch mal alleine zu halten, in einem Raum mit Beamer. Dann kriegt ihr ein Gefühl dafür, an welchen Stellen wisst ihr den Übergang zwischen den Folien nicht, ihr merkt, wie lange ihr ungefähr braucht, und ihr merkt, an welchen Stellen ihr beispielsweise immer vor- und zurückspult zwischen Folien, was ein Indiz ist, dass man die vielleicht in eine andere Reihenfolge bringen sollte. Der nächste Schritt, den ich empfehle, ist, einen Probevortrag vor ein paar Kommilitonen vor euch zu halten. Ich mache das als Betreuer auch, ihr könnt euren Betreuer auch fragen. Wichtig ist, dass ihr jemanden habt, der euch Feedback dazu gibt, an welchen Stellen versteht derjenige euren Vortrag und an welchen Stellen habt ihr zu viele oder zu wenig Details. Und die typische Beobachtung, die ich als Betreuer mache, ist, wenn ihr als Studenten in einem Lehrstuhl vorstellt, dann denkt ihr, bloß weil die älter sind und schon länger irgendwie einen Professor haben oder einen Doktor, dass ihr das Thema alles kennt und steigt direkt in die Lösung ein. Das ist aber meistens nicht gut, weil so ein Lehrstuhl sehr breit ist und die Leute in ganz unterschiedlichen Ecken arbeiten und die Problemstellungen, an der ihr arbeitet, vielleicht gar nicht so gut kennen. Typischerweise ist es gut, von den 20 Minuten, die ihr so einen Vortrag habt, 5 Minuten in die Beschreibung der Problemstellung zu investieren, um alle abzuholen und dann erst auf die eigentliche Arbeit einzugehen. Was ihr machen könnt, wenn ihr euch filmen wollt, ist, euch mal selber anzuschauen. Ich kann das jetzt im Nachgang machen. Ich habe auf einer Reihe von Konferenzen vorgetragen, wo es danach so Videos gab. Für mich war es immer hilfreich zu sehen, an welchen Stellen habe ich zum Beispiel die Folienübergänge nicht gut gemacht. Meistens fällt einem bei sich nochmal was auf, was man nicht merkt, wenn man sich nicht mal durch eine Kamera sieht. Ist aber mehr Bonus, ist was, was in meinen Augen nicht gemacht werden muss für einen Bachelorarbeitsvortrag. Was macht ihr am Schluss? Abgabe feiern. Kleiner, aus eigener Erfahrung, war am Tag vor der Abgabe fertig, war durch die Feier, die ich an dem Abend schon gemacht habe, noch so müde, dass ich nicht selber abgeben konnte. Habe dabei gelernt, man braucht keine Vollmacht, um eine fremde Bachelorarbeit oder Diplomarbeit abzugeben. Also mein Tipp, macht es erst nach der Abgabe. Und wenn ihr nicht in der Lage seid, selber abzugeben, sagt es eurem Betreuer. Mein Nachbar in der Studentenstadt, der wollte nicht sagen, dass ich noch irgendwie verkatert im Bett liege. Und dann hat mich einen halben Tag später mein Betreuer angerufen, weil er gehört hat, ich hätte einen Nervenzusammenbruch. Und der hatte sich da Sorgen gemacht. Also auch da hilft Transparenz. Dann, wenn ihr, typischerweise ist es so, man hat so diese Deadline und muss jetzt schnell das Dokument produzieren und denkt nicht an die Präsentation. Wenn ihr danach weg müsst, weil ihr ein Auslandssemester habt oder weil ihr in Urlaub wollt oder so. Meistens geht es nicht, innerhalb von wenigen Tagen einen Termin zu finden, wo ihr präsentieren könnt, weil der Professor, der da dabei sein muss, einen vollen Terminkalender hat. Also wenn ihr da Termin-Constraints habt, kommuniziert die früh und schaut früh, dass ihr einen Termin findet. Ich habe nochmal 3 Bücher, die ich selber ganz hilfreich fand. Das erste ist How to Write a Lot. Da geht es vor allem darum, wie man sich organisieren kann, um mit wenig Stress vorhersagbar viel Text zu produzieren. Da ist zum Beispiel dieser Tipp her, in die Bücherei zu gehen und sich so eine Routine anzugewöhnen, dass man immer zu ähnlichen Tageszeiten schreibt und so. Getting Things Done, kennt das jemand? Ein paar, das ist, hat überhaupt nichts mit Bachelorarbeiten zu tun, das ist wie so ein persönliches Betriebssystem, wie man Task-Handling macht. Denke ich, lohnt sich, um unterschiedliche Anforderungen und Dringlichkeiten und Wichtigkeiten von Tasks im Studium ein bisschen zu strukturieren. Und dieser Prozess mit den Post-its, wie man zu einer Präsentation kommt, den habe ich aus diesem Buch von der Nancy Duarte, Persuasive Presentations. Die hat noch ein zweites Buch, da steht genau das Gleiche drin, nur in Bildern, das heißt Resonate. Also eins von den beiden
lohnt sich, wenn man sich dafür interessiert, wie man solche Präsentationen macht. Fazit: Die TUM bietet die Plattform, aber es ist eure Verantwortung, euch darin ein Umfeld zu schaffen, in dem ihr eine erfolgreiche Bachelorarbeit machen könnt. Das ist Ende des Inhalts. Vielen Dank für eure Zeit. Wir haben Feedbackbögen, weil wir den Vortrag wahrscheinlich in ähnlicher Form nächstes Jahr wieder halten. Und für mich ist es unheimlich hilfreich, wenn ihr mir aufschreibt, was wir wieder so machen sollen und was wir nächstes Mal anders machen sollen. Deswegen meine Bitte, noch nicht sofort abhauen, sondern noch kurz die Feedbackbögen ausfüllen. Wir können die Zeit noch nutzen, um Fragen zu beantworten, wenn jemand von euch noch Fragen hat. Ja? Das ist eine Frage, die ist, glaube ich, für alle relevant. Die Frage war, ich habe gesagt, Implementierung wird nicht bewertet. Was macht man, wenn über die Hälfte der Arbeit Implementierung ist? Also zwei Antworten. Einmal, klärst du an dem Lehrstuhl, in dem du bist. Häufig bei uns am Lehrstuhl ist es so, das kann ein Doktorand gar nicht entscheiden, sondern es ist Regel in dem Lehrstuhl, da wird nur das Dokument bewertet, nicht die Implementierung. Und zweite Antwort ist, wenn die nicht bewertet wird, sprecht ab, welche Teile müssen rein, damit man die Implementierung indirekt bewerten kann. Sei das eine Studie, eine Auswertung, eine Messung von dem, was du implementiert hast oder so. Weitere Fragen dazu? Ja? Hervorragende Frage. Und sehr, sehr ehrlich. Was macht man, wenn man überhaupt nicht weiß, welches Thema man machen soll? Das ist überhaupt kein Problem. Geht an Lehrstühle. Viele Betreuer haben eine Liste von offenen Themen auf ihrer Seite. Allerdings, viele haben es auch nicht, weil es sich nicht lohnt. Weil man sehr selten darauf Anfragen bekommt. Aber du kannst dich auf solche Themen melden. Wenn ihr hört, dass jemand aus eurem Freundeskreis eine gute Betreuungsarbeit gemacht hat, fragt den, ob er noch andere Themen hat. Oder wenn ihr ein Thema seht, was vor 2 Jahren derjenige mal betreut hat. Häufig hat er in einem ähnlichen Kontext noch ähnliche Themen. Also lasst euch nicht entmutigen, wenn das Thema irgendwie schon weg ist oder das vor einem halben Jahr ausgeschrieben war oder so. Einfach auf die Leute zugehen. Ja? Ja, also gerade die Frage, ist es noch aktuell, dass die meisten Themen nicht irgendwo ausgeschrieben sind? Nach meiner Überzeugung ja. Ich habe auch die meisten Themen, die ich habe, die erwähne ich im Gespräch, ich habe nur ein paar auf der Webseite und die meisten meiner Kollegen machen es ähnlich. Also ihr kriegt die meisten Themen erst zu sehen, wenn ihr mit den Leuten sprecht. Ja? Wie viel Vorlauf braucht man vor der Anmeldung? Unterscheidet sich ein bisschen bei internen und externen Themen. Meistens geht es bei einer internen Arbeit relativ schnell, aber auch da lohnen sich 1-2 Monate, weil man als Betreuer erst eine Ausschreibung machen muss, die muss man vom Themensteller absegnen lassen, manchmal kriegt man da erst nach 2-3 Wochen Feedback, dann muss man vielleicht noch eine Runde drehen und so. Und wenn man dann den 15. verpasst, dann muss man auf den nächsten 15. warten, weil du immer nur zum 15. anmelden kannst. Für eine externe Bachelorarbeit würde ich noch mehr Vorlauf nehmen. Ruhig 3, 4, 5 Monate, wenn es geht. Und man kann nicht zu viel Vorlauf haben. Also ich habe selten Themen, wo ich sage, die interessieren mich in den nächsten 2 Monaten und danach nicht. Ganz im Gegenteil, ich habe mir angewöhnt, die Themen abkühlen zu lassen. Wenn mir ein neues Thema einfällt, finde ich das immer super. Und ein Großteil davon interessiert mich nach einer Woche nicht mehr. Die mich aber nach einer Woche noch interessieren, interessieren mich meistens ein ganzes Jahr. Deswegen stelle ich nur Themen, die mich schon seit ein paar Wochen umtreiben und die interessieren mich dann aber auch noch ein Jahr später. Also manchmal lohnt es sich zu fragen, ob das dem gerade eingefallen ist, dem Betreuer, oder ob ihn das schon länger interessiert. Ja? Ja, die stellt ihr, glaube ich, auf die Seite, oder?
Dann vielen Dank nochmal.